Das ist das Coole am Menschsein. Und das können wir alle nachempfinden. Es ist etwas ganz Primitives, das tief in uns verankert ist. Das Spiel, das wir schon seit Menschengedenken spielen, ist ein Spiel, bei dem es ums Überleben geht. Ich meine, vor 100 oder 150 Jahren hatte man es als Mensch nicht leicht. Man konnte an allen möglichen Dingen sterben. Hunger und Raubtiere und all diese Dinge waren wichtige Elemente, wenn es um unser Überleben ging. Und Angst war tatsächlich sehr adaptiv. Du gehst nicht auf einen Löwen zu und streichelst ihn. Irgendetwas sagt dir instinktiv, dass du das nicht tun sollst, stimmt's? Das ist also sehr adaptiv. Wenn Stress aber zu einer Fehlsteuerung wird, sieht die Sache ganz anders aus. Denn wenn wir auf jemanden oder etwas in unserem Leben reagieren, dann spielt es für den Körper keine Rolle, ob es sich um einen Löwen oder deine Schwiegermutter handelt. Wenn es sich um einen Löwen handelt, wirst du in der Regel keine halben Sachen machen. Du reagierst nicht zu 20% oder 40%, sondern zu 100%, richtig? Wenn es sich aber um deine Schwiegermutter handelt und du dieselbe Reaktion zeigst, passt das, was einst absolut angebracht war, auf einmal überhaupt nicht, stimmt's? Und es zeigt sich, dass der einzige Mensch, dem das wirklich wehtut, du selbst bist, weil du deinen Körper aus dem Gleichgewicht wirfst, ganz gleich wie berechtigt die Reaktion auch sein mag. Du bringst deinen Körper aus der Balance. Gesundheit ist Gleichgewicht, Gesundheit ist Ordnung. Mal sehen, wie wir das am besten verdeutlichen können. Es gibt drei Arten von Stress, physischen, chemischen und emotionalen. Physischer Stress sind Traumata wie Unfälle, Verletzungen und Stürze. Chemischer Stress sind Viren, Bakterien, Blutzuckerwerte, ein Kater nach Alkohol, Giftstoffe, Pestizide und Schadstoffe. Emotionaler Stress ist deine Reaktion auf alle und alles in deinem Leben. 75 bis 90% der Menschen, die in der westlichen Welt eine medizinische Einrichtung betreten, kommen aufgrund von psychischem und emotionalem Stress. Du könntest dich optimal ernähren, glutenfrei, vegan, ketogen, mit Intervallfasten und ein bisschen Makrobiotik am Rande, Bioqualität, all das. Du könntest all deine Vitamine nehmen, all deine Nahrungsergänzungsmittel, all deine Kräuter, deine Tees trinken, all das tun. Du könntest Sport treiben, du könntest joggen, du könntest Pilates machen, du könntest Yoga machen oder was auch immer. Das spielt keine Rolle. Du kannst dich chemisch ins Gleichgewicht bringen. Du kannst dich körperlich ins Gleichgewicht bringen. Aber wenn du dich nicht um deine Reaktionen auf alles und jeden in deinem Leben kümmerst, wenn du in Angst, Perfektionismus und Starrheit lebst, dann signalisiert das der Zelle, dass es eine Gefahr gibt, eine Bedrohung. Und die Zelle wird das Signal aufnehmen und ein entsprechendes Protein aus einem Gen herstellen. Wenn du der Zelle immer wieder signalisierst, dass die Umwelt gefährlich ist, wird die Zelle anfangen, ein Gen herunterzuregulieren und ein billigeres Protein zu produzieren. Das heißt, am Ende produzierst du womöglich Angstproteine in Bioqualität. Das ist es, was du erzeugst, stimmt's? Denn der Körper ist noch nicht in der Lage, sich auszuruhen. Wenn ein Mensch nicht schlafen kann, dann kann er sich nicht erholen. Er kann auch nicht verdauen. Da draußen herrscht ja ein Notfall. Und wie kannst du verdauen, wenn dein Körper spürt, dass im nächsten Moment eine Gefahr droht? Das Immunsystem ist stark geschwächt. Es fehlt die Energie für langfristige Bauprojekte. Die gesamte Aufmerksamkeit richtet sich auf die äußere Welt. Es gibt keine innere Sicherheit. Alle sind da draußen und kämpfen ihren Kampf, stimmt's? Das Fortpflanzungssystem sagt, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt für ein Baby. Im Gehirn wird die Durchblutung vom vorderen Bereich weg in das Stammhirn verlagert. Du hörst auf, logisch zu denken oder zu argumentieren. Du fängst an, auf jeden und alles zu reagieren. Das Blut schickt Adrenalin, flüssige Energie zu den Muskeln. Aber du kämpfst nicht, du rennst nicht. Deine Muskeln verspannen sich. Das ist einfach nur gespeicherte Energie und der Körper bleibt in diesem Zustand der Fehlanpassung. Und so wird dieses Ungleichgewicht zum neuen Gleichgewicht. Und jetzt steuern wir auf eine Art Absturz, eine Störung oder eine Krankheit zu. Wenn wir uns in diesem Zustand befinden, verändert uns das und es entsteht eine Kluft zwischen dem, wie die Dinge erscheinen und der Art, wie die Dinge wirklich sind. Und wenn wir in dieser Phase handeln, werden wir immer sagen, das hätte ich nicht sagen sollen, das hätte ich nicht tun sollen, ich hätte diese E-Mail nie schicken sollen, ich hätte das nie denken sollen. Denn dieser Überlebensmodus verändert uns und macht uns egoistisch. Wenn du von einem Tyrannosaurus gejagt wirst, gibt es drei Dinge, an die du denkst. Das ist dein Körper, hey, darum kümmere ich mich mal besser, deine Umgebung, wohin soll ich rennen, und wie viel Zeit habe ich noch?
Der Körper, die Umgebung und die Zeit. Die Stresshormone führen also dazu, dass wir mehr auf unseren Körper achten, mehr auf Gegenstände und Dinge in unserer Umgebung achten und wie besessen auch auf die Zeit achten. Veränderung heißt, wir müssen über unseren Körper hinauswachsen, über unser äußeres Umfeld und über die Zeit hinauswachsen. Stress ist aber nicht der richtige Moment, um sich zu verändern. Stress ist der Moment, wo man wegrennt, kämpft oder sich versteckt. Und wenn man 70% des Tages in diesem Zustand verbringt, dann hat man keine Energie mehr, um sich jemals zu erholen. Es ist keine Energie übrig. Stress bringt den Körper aus dem Gleichgewicht und so wird all diese Energie durch die Fehlregulierung des autonomen Nervensystems mobilisiert, richtig? Das heißt, sobald wir anfangen, im Gehirn und im Herz Kohärenz zu erzeugen, kehrt das autonome Nervensystem zurück zur Regulation. Es kehrt zur Ordnung zurück und der Körper hat die angeborene Fähigkeit zu sagen, der Krieg ist vorbei, das Trauma ist überstanden, lasst uns zu Wachstum und Reparatur zurückkehren. Es zeigt sich, je kohärenter das autonome Nervensystem ist, desto besser kann es sich regulieren und desto mehr Informationen können im richtigen Rhythmus und mit den richtigen Signalen zu den Zellen, Geweben und Organen des Körpers gelangen. Der Körper fängt also an, sich selbst zu regulieren, um sein Gleichgewicht und seine Gesundheit wiederherzustellen. Deshalb beobachten wir bei Autoimmunerkrankungen mit dieser Arbeit oft sehr rasche Heilungen. Entzündungen können schnell abheilen und Krebserkrankungen lassen sich mit dieser Arbeit auch sehr gut unterstützend behandeln. Neurologische Erkrankungen profitieren sehr von dieser Arbeit, weil es viel mehr Regulierungsmöglichkeiten gibt. Das heißt, wenn es dir gelingt, deinen Körper emotional, körperlich und chemisch ins Gleichgewicht zu bringen, wirst du widerstandsfähiger sein. Dann reagierst du anders auf ein Trauma oder auf das, was in deinem Leben zusammenbricht, weil du nicht mehr im Überlebensmodus bist, stimmt's? Ein entspanntes Herz und ein waches Gehirn sind so viel besser, als gestresst und unbewusst nach einem Programm zu leben. Aber das scheint in dieser Welt als normal zu gelten.